Du bist sexy, dann kriegst du eine heiße Schnitte oder einen heißen Typen ab. Logisch. Die Sonne scheint, dann gehst du mit deinen Leuten ins Schwimmbad. Auch logisch. Unis aus, dann guckst du, dass du Land gewinnst. Am logischsten. Gut, sagt ihr euch. Und jetzt? Was hat das jetzt mit Mathe zu tun? Ganz einfach. Ihr habt aus einer Sache eine andere geschlossen, die daraus folgt. Also so nach dem Motto, wenn das hier links steht, steht das hier rechts. So funktioniert eine Sache, die in der Mathematik verdammt wichtig ist. Der direkte Schluss, und den braucht ihr für den direkten Beweis. Das gerade eben waren Beispiele, wie man sie aus seinem Leben kennt. In der Mathematik sehen solche Schlüsse auch so ähnlich aus. Mal angenommen, ihr habt irgendeine Zahl x. Nicht panisch werden, viel komplizierter wird's nicht. Oh. Also, x ist eure Zahl. Sagen wir mal, wir wissen, dass x größer als 5 ist, also x größer 5. Was daraus jetzt ja logisch folgt? X ist erst recht größer als 0. In mathematischer Schreibweise wäre das x größer 5, daraus folgt x größer 0. Der Doppelstrichpfeil heißt immer, daraus folgt. Allgemein sagen Mathematiker auch, a Doppelstrichpfeil b, was für uns Gott sei Dank nicht Mathematiker heißt, aus A folgt B. Oder, wenn A gilt, gilt B. Für A und B könnt ihr euch irgendwas denken. Wenn's in der Hölle schneit, kriegst du meine Karre. Oder, wenn du mir nochmal mein Bier wegsäufst, hau ich dir einen in die F***e. Easy peasy, das ist schon mal der direkte Schluss. Was machen wir jetzt damit? Weiter geht's. Das Ding braucht man nämlich für den direkten Beweis. Woo! Es ist natürlich so, Mathe-Profs finden alles einfach. Die finden Mathe auch dann noch leicht, wenn der Hörsaal heult. Das ist normal, die sind irgendwie gestört. Aber die Idee beim direkten Beweisen von Sätzen ist wirklich einfach. Eine Sache gilt. Das ist die Voraussetzung zu einem Satz. Daraus folgt eine andere und noch eine andere. Und irgendwann dann daraus das, was ihr beweisen wollt, nämlich der Satz. Dazu mal ein Beispiel. Wir behaupten, die Summe von drei aufeinanderfolgenden natürlichen Zahlen ist durch 3 teilbar. Unsere Variable nennen wir mal n für natürliche Zahl. Das heißt in Mathe-Sprache, n ist Element der natürlichen Zahlen, daraus folgt n plus 1 plus n plus 2 ist durch 3 teilbar. Wie ihr gesehen habt, habe ich gesagt, n ist Element der natürlichen Zahlen, obwohl n en dasteht. Das en heißt also, etwas ist eine natürliche Zahl. Sieht schlimm aus, ist aber ganz easy. Schaut euch dazu einfach das Video Mengen an. Jo, soweit so gut. Und jetzt? Wie fangen wir den Beweis jetzt an? Schritt 1, die Sachen herausfinden, die uns der Satz als Voraussetzung gibt, damit er gilt. Hört sich komplett bescheuert an, ist aber nicht schwer. Es geht also um die Voraussetzungen, die durch den Satz, den man beweisen will, gegeben sind. Und die sind brutal wichtig. Ohne die ist der Satz nichts wert. Der Satz behauptet nämlich nur, dass er gilt, wenn die Voraussetzungen gelten. Für ganze Zahlen oder reelle Zahlen macht der Satz hier zum Beispiel keine Aussage. Auch, dass die Zahlen aufeinanderfolgend sind, ist verdammt wichtig. Deshalb Voraussetzungen anschauen. In unserem Beispiel wäre das, erstens, wir gucken nur nach natürlichen Zahlen, also Dinger wie 1, 2 oder 5. Zweitens, wir schauen uns 3 aufeinanderfolgende Zahlen an, also 1, 2 und 3 oder 25, 26 und 27. Allgemein n, n plus 1 und n plus 2. So weiter. Schritt 2. Sachen herausfinden, die aus den Voraussetzungen folgen. Natürlich müsst ihr euch nur die Sachen anschauen, die irgendwie nützlich aussehen. Bei Sätzen in der Vorlesung folgt aus den Voraussetzungen auch viel, was euch nichts bringt. Aber das geht auch uns und sogar eurem Prof so, dass man mal in eine Sackgasse kommt. Eurem Prof natürlich nur noch bei abgespaceden Matheproblemen. Nun schaut ihr so lange, was Passendes und Nützliches aus den Voraussetzungen folgt und was dann wieder aus den Folgen folgt, bis euer Satz irgendwie plötzlich daraus folgt. Also, kannst du folgen? Okay, der war schlecht. So, nützlich wären hier 2 Sachen. Erstens, n ist eine natürliche Zahl. Logischerweise ist dann auch n plus 1 eine natürliche Zahl. Ist hier einfach 1 mehr. Man schreibt dann, n ist Element aus den natürlichen Zahlen. Daraus folgt, n plus 1 ist Element aus den natürlichen Zahlen. Zweitens, schreibt mal die Summe über die 3 aufeinanderfolgenden Zahlen um. N plus 1 plus n plus 2 ist das gleiche wie n plus n plus 1 plus 2. Wir haben einfach nur die Summanden vertauscht. Das ergibt 3n plus 3 oder ausgeklammert 3n plus 1. Ihr seht jetzt, dass n plus 1 plus n plus 2 das Dreifache einer natürlichen Zahl ist. Also n plus 1 plus n plus 2 ist 3n plus 1. Damit sind wir jetzt schon fast fertig mit dem Beweis. Woo! Es gilt jetzt nämlich, n plus 1 ist eine natürliche Zahl, das haben wir rausgefunden bei erstens.
Und deswegen muss 3n plus 1 durch 3 teilbar sein. Und weil 3 mal n plus 1 das gleiche ist wie n plus 1 plus n plus 2, ist das auch durch 3 teilbar. Mit den super vollgefallen sieht es so aus. N plus 1 ist Element der natürlichen Zahlen. Daraus folgt 3n plus 1 durch 3 teilbar. Und daraus folgt n plus 1 plus n plus 2 ist auch durch 3 teilbar. Und weil ihr ja vorhin schon gesehen habt, das gilt, n ist Element aus den natürlichen Zahlen, daraus folgt n plus 1 ist Element aus den natürlichen Zahlen und n plus 1 plus n plus 2 nichts anderes ist, als gerade unsere Summe von 3 aufeinanderfolgenden Zahlen ist damit der Satz bewiesen. Yes, erstmal fett freuen. Also Kompliment. Echt, wenn ihr jetzt noch nicht mit blutenden Ohren vorm PC sitzt, wird es euch wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Trotzdem, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte, ach fuck ey, leck mich doch am Arsch jedes Mal. Jedes Mal. Hab das Gefühl, du 100 Mal versucht zu sprechen, ey. Jetzt lass ich einfach. Also, weiter geht's. Damit ihr nie wieder vergesst, was ein direkter Beweis ist, hier noch ein letztes Beispiel. Satz 2. Wenn n eine gerade, natürliche Zahl ist, dann auch n². So, jetzt machen wir das Ganze wieder wie vorhin. Wisst ihr noch? Voraussetzungen checken. Schritt 1. Die Sachen herausfinden, die uns der Satz als Voraussetzung gibt, damit er gilt. Unser zweiter Satz ist echt kurz. Deshalb kann da ja gar nicht mehr so viel an Voraussetzungen drin sein. Puh. Erstens, wir schauen wieder mal nur die natürlichen Zahlen an. Zweitens, wir gucken nur nach geraden Zahlen, also nach allen Vielfachen von 2. Schritt 2, Sachen herausfinden, die aus den Voraussetzungen folgen. Gut, weiter geht's. Was folgt daraus, was irgendwie nützlich ist? Wir wissen, dass es auf jeden Fall eine Hälfte gibt von n, weil n ja gerade ist. Also, das komische umgedrehte em heißt, es gibt ein m. Oder es existiert ein. Dazu auch das Video Unimatte auf Deutsch anschauen. Wie sieht dann das Quadrat aus von n, wenn wir n gleich 2m einsetzen? N Quadrat gleich 2m Quadrat gleich 4m Quadrat gleich 2 mal 2m Quadrat. Hey, cool, das sieht ja schon ganz gut aus. Weil, wisst ihr was? M ist eine natürliche Zahl. Deshalb auch m Quadrat. Und deshalb auch 2m Quadrat. Das heißt, dass n² das Doppelte einer natürlichen Zahl ist. Und damit haben wir es. Das heißt nämlich, dass n² gerade ist. So, jetzt das Ganze nochmal in Mathe-Sprache. Zuerst unsere Voraussetzung. N, Element der natürlichen Zahlen, und n gerade. Daraus folgt, es existiert ein m aus den natürlichen Zahlen, für das gilt n gleich 2m. Also, dass n das Doppelte von m ist. Daraus folgt, n² ist gleich 2 mal 2n². Und 2m² ist aus den natürlichen Zahlen. Und daraus folgt, n² ist das Doppelte einer natürlichen Zahl. Weil wir haben ja gesagt, 2n² ist eine natürliche Zahl. Daraus folgt, n² ist gerade. Weil es ja eben das Doppelte ist, dann kann es nur gerade sein. Satz 2 bewiesen, erstmal ein Bier oder Sekt oder eine geile Pizza da drauf. Top Jungs und Mädels. Hier jetzt nochmal die Vorgehensweise zusammengefasst. Zuerst guckt ihr nach den Voraussetzungen. Dann folgt ihr irgendwelche Sachen heraus, bis ihr irgendwann den Satz selbst bewiesen habt. Wenn ihr wissen wollt, wie ein indirekter Beweis funktioniert, klickt einfach hier. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonnier uns doch einfach. Checkt doch unsere anderen Nachhilfekanäle von The Simple Club. In dem Sinne, immer schön Kneipentour machen, haut rein, gute Nacht, cheers, Grüße und guten Rutsch. Ciao.